unsere Flyer-Aktion für unsere Stadtbahn hat dank vieler unermüdlicher Flyer-Verteiler eine große Wirkung entfaltet. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Mit dem Rücken zur Wand blieb der SSB-Führung nun nichts anderes übrig, als Farbe zu bekennen. Aber das, was am 23.04. in der Stuttgarter Zeitung von Seiten der Geschäftsleitung geäußert worden ist, hat mit Farbe nichts zu tun. Blasser geht's nimmer. Ein SSB-Vorstand äußerte sich wie folgt. Das Ziel sei, Zitat, die Folgen für die Fahrgäste zu minimieren und die gewohnte Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu gewährleisten. Zitat Ende. Einmal für 9 Monate und dann für über 2 Jahre werden 2 Strecken stillgelegt. Was gibt's denn da zu minimieren? Einfach stillgelegt. Aus, zu, basta. Und dass seitens der SSB noch keine Entwürfe vorliegen, liegt nicht allein an der Unfähigkeit der SSB. Das bestgeplante Projekt der Deutschen Bahn ist halt so geplant, dass es nicht einwandfrei geplant werden kann. Und so steht die SSB wieder mal mit dem Rücken an der Wand und starrt wie als SSB-Kaninchen auf die deutsche SSB, um Gottes Willen, auf die deutsche Bahnschlange. Und dann kommt noch die Feinstaubbelastung dazu. Inzwischen ist Stuttgart wieder am Neckartor europäische Feinstaubhauptstadt. Wenn dann die Linien zum Hauptbahnhof oder zum Charlottenplatz umgeleitet werden, wird durch zunehmendes Individualverkehrs und auch durch den S21-Baustellenverkehr die Feinstaubbelastung noch weiter zunehmen. Und dann werden wir in Peking, in Bezug auf Feinstaubbelastung ganz locker überholen. Schließlich möchten wir nicht nur bei irrsinnig unsinnigen Projekten in der Welt führend sein, sondern auch bei der Luftverschmutzung. Deswegen, damit komme ich zum Schluss, geht der heutige Demozug zwar über die Rude, Schlossplatz, Bollstraße, Friedrichstraße, Kronenstraße, Lautenschlagerstraße und dann über die Schillerstraße am Wagenburg-Tunnel vorbei zur Feinstaubmessstelle am Neckartor und dann über die Heilmannstraße an das untere Ende der Urbanstraße, den Friedensplatz. Und bitte vormerken, am 10. Mai findet von der Bürgerinitiative Neckartor eine Demo am Friedensplatz statt. Und Achtung, der Schwabenstreich ist ganz am Ende in der Urbanstraße, also an diesem Friedensplatz dran und nicht vorher. Unten an der Urbanstraße. Ja? Okay, vielen Dank fürs Kommen. Viel Spaß beim Demozug, einen schönen Abend und oben bleiben.